Guten Tag, erstmal eine kleine Synchro. Bip, bip, du, 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 du. Oh, Moment. Gut, das ist eine Synchro bei Profi-Let's Playern, ja? Das ist natürlich sehr fein. Hier im letzten Part hat der Luba hier das Ding hier angekündigt oder vorgestellt. Ich habe euch es nicht gezeigt, die Szene habe ich leider rausgeschnitten. Moment. Kann ich ja kurz lesen, was gibt's denn da? Genau, die zeigt uns, wo wir noch alles was suchen. Schwerkraft-Chaos-Galaxie. Gut, die müssen wir noch den Kometenstern holen. Hier gibt's ganze Zeit Fragezeichen-Dinger. Gut, da haben wir noch viel vor uns. Das werden wir jetzt machen. Und ich könnte euch anbieten, vielleicht in der Zukunft, so ein Video zu machen, wie ich vielleicht meine ganzen Sachen mache. Ja, wenn es zum Beispiel Leute gibt, denen es interessiert, oder die sich dafür interessieren, wie ich zum Beispiel hier alles aufnehme und alles. Warte, habe ich da noch was? Nein. Da, das kann ich machen. Ja, dann kann ich euch zeigen, wie ihr euch die speziellen Programme vorstellen, euch, keine Ahnung, sagen, wie man einen guten Anfang macht. Ich weiß ja noch, vor 5 Jahren habe ich angefangen und ich war auf Null. Ja, und das hat sich so angehört wie auf Null. Erstmal mit Hypercam aufgenommen, ein Programm. Das war so ein Programm, wo du die Sachen erstmal markieren musst auf dem Bildschirm, was du aufnehmen willst. Dieses Programm war wenigstens auch ein bisschen kostenlos, ja. Das war der Vorteil daran. Man konnte auswählen, welches Areal man... Was ist denn hier los? Welches Areal man aufnehmen will. Was ist denn hier los? Was gibt's denn hier? Tschüss. Was ist denn hier los, Digga? Was muss ich hier machen? Und jetzt? Ich verstehe die Welt nicht. Achso, da ist das Ding. Aha. Okay. An dieses Level kann ich mich wirklich null erinnern. Und ich muss mit euch über was reden. Und zwar könnte es sich vielleicht so verstehen, dass ich mich darüber beschwert habe im letzten Part, dass, sag ich mal, Minecraft-Let's Player keine Let's Player sind. Ne? So habe ich, so sage ich das auch, ne? So meine ich das auch, aber ich will es natürlich konstruktiv hier mich beschweren. Und zwar muss ich. Verdammt, ich habe die gerade besiegt und dann sind die One-Ups weg. Scheiße. Ja, und zwar meine ich das so, ja? Um das besser zu verdeutlichen. Damit es auch nicht so scheiße klingt. Ich finde es natürlich scheiße, aber damit es nicht so scheiße klingt. Ich finde es nur schade, dass es Let's Player gibt, die nicht den, sag ich mal, den traditionellen Let's Player Modus, sag ich mal, nehmen, benutzen, oder? Genau, die Tradition der Let's Player aufbewahren. Zwar war das ja damals so, dass es war ja vielfältige Spiele Let's Played haben. Da gibt es ja heutzutage immer noch, sage ich ja nichts dagegen. Aber eben diese Minecraft Let's Play machen das nicht mehr. Und zwar, die spielen nur ein Spiel. Da sind die Videos irgendwie kürzer, die geschnitten. Schneiden das, die meisten Let's Plays waren ja damals ungeschnitten, sage ich mal. Man hat irgendwas. Oh verdammt, das war natürlich jetzt intelligent. Ja, und heute hat man, wenn man Glück hat, zum Beispiel PewDiePie macht das ja auch. Der ist irgendwie völlig beliebt mit der Scheiße. Vielleicht halten sich ja viele an denen dran. Der Kürze, der macht irgendwie nur maximal 10 Minuten Videos. Ja, heutzutage, die Let's Player von damals haben dann 10 Minuten Videos gemacht, nur weil es nicht möglich war, längere Videos zu machen. Und die machen, was ist denn hier los? Heutzutage auch wieder längere Videos, ne? 20 Minuten dann. Es gibt sogar Leute, die machen 40 Minuten Videos. Das ist geil. Das ist noch respektabel. Und achso, ich muss die silbernen Sterne aufsammeln. Ja, das mach ich mal jetzt. Ich will natürlich jetzt nicht hetzen, aber ich mag einfach kein Minecraft. Obwohl mein Bruder jetzt, sag ich mal, Videos angefangen hat.
die sich um Minecraft handeln. Wow, direkt, boah, durchbohrt, das ist... Ich bin ein Kannibale, ne? Kein Kannibale, ich bin... ein Hooligan. Ich muss von oben... muss ich hier runter, Dinger. Eiern. Ey, wenn die Schwerkraft... wie sagt die... oder wie bestimmt die Schwerkraft, wo ich hochgehe oder wo nicht? Vielleicht ist das ja oben. Und unten ist oben. Aber es ist ja nicht. Ich muss hier gehen. Jawohl! Wo ist der Stern jetzt? Bleibt er hier? Weil da hinten ist eine Glühbirne. Die sieht faszinierend aus. Warum muss ich jetzt dahin? Mein Bruder hat jetzt auch angefangen, so Gameplay zu machen. Der ist zwar viel zu jung. Wir müssen uns auch nochmal über das Alter unterhalten, was die Sache angeht, ne? Denn mein Bruder ist jetzt 12 und hat angefangen mit Minecraft-Videos. So, mit seinen Freunden. Ich finde es ja nicht schlimm, wenn er selber diese Spiele spielt über Skype mit seinen Freunden. Und das Aufnehmen ja auch nicht. Aber wenn er es eigentlich professionell machen will, sage ich ihm jetzt schon, der ist viel zu jung dafür. Erstens, seine Stimme passt dazu nicht. Also, man ist es ja gewohnt, sage ich mal, Let's Player, die in der Tief, also sage ich mal, im Stimmbruch schon sind, ja? Einfach schon im Stimmbruch. Da, das ist man gewöhnt, wenn man ein Play sein will. Oh, ein Bohrer zum Wirbeln. Sonderbar, aber er könnte sich vielleicht als nützlich erweisen. Könnte, muss er aber nicht. Und ich finde, das ideale Alter ist einfach dann, wenn man, sag ich mal, schon bereit ist dafür. Natürlich kann jeder sagen, ja, ich bin schon bereit, ich bin schon bereit. Aber ein kleines Kind hat einfach null Unterhaltungsfaktor. Ja, wenn man fragt irgendwie ältere... man fragt irgendwie ältere Let's Player, ja, die sagen dann hundertprozentig, hä, hier ist ein Fragezeichenstern. Ich weiß, ich kenne den, aber ich muss gucken, wo der war. Ich habe nicht mehr in Erinnerung, wo der war. Auf irgendeiner Wolke, das weiß ich noch. Ja, man fragt irgendwie ältere Let's Player wie Gronkh, der könnte die versichern und sagt dir dann, die meisten seiner Zuschauer sind jünger als er, ja. Und finde mal, 12-jährige und hier jüngere als 12-jährige Zuschauer für einen 12-jährigen. Das ist ein komischer Satz. Aber Wayne, Bruce Wayne juckt's. Mario Levitin auch so dabei. Ich frag mich, wer hat die Drogen gekifft? Man muss ja Drogen gar nicht kiffen. Ich kenne mich da auch nicht aus. Ich will mich da auch gar nicht auskennen. Ich bin einfach stolz auf mich, dass ich keine Drogen nehme. Ich glaube, in die Röhre war ich, da war diese Hausmeister, diese Olga, ja? Die so aussieht wie so eine herkömmliche Hausfrau nur als Roboter. Guck mal, dieser Jump, ne? Erstmal, schon Mario schafft es ohne Luba, diesen Jump zu machen, ne? Wie viel ist das? Wie viel, wirklich, ungelogen, wie viel, was ist das für ein Sprung? Ohne Luba macht er das, ja? Mario ist erstmal fett, der ist klein, aber hat eine Sprungkraft wie ein Weltmeister. Und diese Pilze sind auch größer als er. Was kifft der da überhaupt? Wir müssen uns, glaube ich, mal über ein Thema unterhalten, ja? Es gibt ja sehr viele, sag ich mal, zweideutige Sachen im Fernsehen. Oder auch in Spielen, wie bei Mario, ja? Zum Beispiel die Pilze. Ich frage mich echt, was die Entwickler dabei gedacht haben. Ja, weil die sind ja, sag ich mal, man kann ja als Ausrede nehmen, ja, das ist ja für Kinder, ja, die checken das sowieso nicht, ne? Auch wie in ganzen, keine Disney-Film oder was weiß ich, in den ganzen Animes oder so, ja? Die sagen als Ausrede, das sind Kinder, die checken das sowieso nicht. Aber was denken dabei die Entwickler, wenn wir jetzt machen? Lachen die dabei? Keine Ahnung. Also, das ist wirklich eine Sache, die mich wirklich fasziniert und interessiert. Ups, verdammt. Weil ich zum Beispiel, ich sag mal so, ich bin ein Typ, der versteht wahrscheinlich sehr viele zweideutige... Oh, verdammt, den hätte ich jetzt übersehen. Der versteht wahrscheinlich sehr viele zweideutige Sachen. Ne? Und bin auch ziemlich stolz, da unten ist die Kometenmünze. Die habe ich mit Leichtigkeit bekommen. Ja, zum Beispiel, oder in den ganzen, gibt es ja auch so Sendungen, also so, keine Ahnung, so Family-Serien wie Full House.
da gibt es ja, sage ich mal, auch diese Zweideutigkeiten. Und Sitcoms, die leben einfach davon, von diesen Zweideutigkeiten, ja, sage ich mal so. Das ist manchmal ekelhaft. Ich gucke sowieso kein Fernsehen mehr in den Ferien. Weil ich bin am PC bis, sage ich mal, 11 Uhr. Ja, ich fange morgen, also meine Eltern sind ja alle weg und deswegen gibt es ja keine Mutter, die sagt, geh mal nach draußen, genieß das heiße Wetter, Kids bekommen Hitzeschlag, ja, mein Sohn. Und so, das ist ja heutzutage nicht mehr, ne? Komm, ich doch, was machst du da? Ja, deswegen, dementsprechend gehe ich dann, ich habe als Aufgabe bekommen, ich muss jetzt, wir haben so einen Garten, im Gärtnerverein. Die einzige Aufgabe ist, die ich bekommen habe, dass ich, oh verdammt, die Blumen gießen soll, also die ganzen Pflanzen da gießen soll. Das ist wirklich ein großes Areal dort. Der Garten ist wahrscheinlich so groß wie unser ganzer Wohnbereich, den wir hier haben. Warte, den Kometenstern habe ich ja. Denn wenn ich einen Kometenstern habe, kann ich eigentlich durchwaschen. Das ist null Problem. Jetzt willst du wieder zum... Warte, kann man das 3D sehen? Das ist ja GTA... Wow, wow, wow. Nee, das ist ja auch 2D dann, ne? Durchgerascht. Okay. Was geht denn da ab? Hallo? Ja. So, perfekt. Ja, und ich muss den Blumentopf gießen und bin eigentlich zufrieden. Und sonst habe ich keinen Grund rauszugehen. Meine ganzen Freunde sind weg. In meinem Gärtchen bleibe ich so meine 3 Stunden, gieße 1 Stunde die Blumen und 2 Stunden liege ich hinten auf der Sonnenliege und sonne mich. Bessere Aufgabe gibt es nicht für mich über den Sommer. Ich bin wirklich so... Oh, Galaxie komplett. Ich bin wirklich so ein Typ, der denkt, ja, chillisch. Mehr habe ich nichts zu tun, deswegen chillisch. Also ich bin auch manchmal wirklich sehr gerne allein unterwegs. Ich glaube, silberne Krone steht dafür, dass die so weit... vollständig ist. Ja, weil das ist, glaube ich, die einzige, die das hat. Ich glaube, völlig vollständig ist Gold. Ich weiß aber nicht mehr, ob's sorry, wegen dem M. Ich weiß aber nicht mehr, ob's genau, ich mach mal das jetzt. Ich weiß aber nicht, ob's dann nach den grünen Sternen Gold wird oder nach dem Kometenstern Gold wird, denn ich weiß es nicht mehr. Weil die grünen Sterne habe ich noch nie gesammelt, deswegen wird es eine neue Welt für mich und ich würde wahrscheinlich auch hier ins Gameplay mit einbeziehen. Das Geheime des Bilderrätsels. Gut, ich brauche jetzt alle Münzen hier. Ah, die ist jetzt... Okay, die fliegt sich hier, sind sternteilig. Ich glaube, der wollte 70 am Ende, der Typ, ne? Deswegen darf ich keine einzige Münze hier verlieren. Hier ist keine Münze, ist ja... Bravo, ich glaube, da oben sind Münzen. Ja, nein, auch nur Sternteile. Ach komm, leck mich doch am Arsch, Mario. Du weißt ja, du brauchst einen Arsch... Verdammt, das war da oben. Verdammt. Hab ich doch wieder was verpasst? Ey, warum bekomme ich nur Sternteile? Jetzt bekomme ich auch... Ey, warum bekomme ich von denen nur Sternteile? Was soll das? Ich dachte, man bekommt da Münzen, wenn man die Gegner tötet mit dem Stampfattacken. Ich habe bis jetzt noch keine einzige Münze. Da, Halleluja. Nein, ich runterfallen, nicht? Hier auch Münzen, bitte? Nein. Achso, ja, habe ich vergessen. Da gibt es, glaube ich, nur One-Ups, ne? Ah, dann machen wir nochmal. Boah, perfekt. Musik ist auch manchmal geil. Aber nur manchmal. Hier gibt's hier. Der will ja 70 von mir haben. Gibt's hier 70 oder was? Ich verstehe es nicht. Wie viel gibt's hier? Ah, okay, okay. Es kommen langsam mehr. Ich bin bei 12. Verdammt. Ein Sternteil, verdammt. Hey, wie viel? 70? Wo soll ich denn 70 herbekommen? Luma, was willst du? 70, woher? Nein, ich habe keine. Was willst du auf Münzen? Münzen ist Metall. Können diese Sterne Metall fressen? Vielleicht werden die dazu Goldstern. Man weiß es nicht. Man munkelt. Auch nur Sternteile. Ja, ihr kannst doch Sternteile fressen, ey. Hier.
nur, ich habe nur. Wo soll ich denn 50 Münzen herbekommen? Bin ich ja Gottfried oder was? Aha, okay. Aha, da ist eine Röhre. Aha. Ich könnte mir vorstellen, das ist so ein kleines Spiel, oder? Ja, okay, jetzt verstehe ich. Jetzt haben wir den Salat. Da habe ich mir schon Angst gemacht. Ich dachte schon, wo soll ich die ganzen Münzen herbekommen? Aber nein, der Lobo hat mitgedacht. Der hat hier eine Röhre eingebaut. Dafür muss ich hier noch ein paar Münzen bekommen. Ja, okay, die haben wir locker. Ja, wie komme ich jetzt raus? Achso, durch die Röhre. Oh, sorry, ich bin etwas müde. Das können wir den Typen auch bezahlen. Strip für mich. Ich bin so hungrig, ja. Friss Scheiße. Oh, fein, ich habe gerade einen solchen Kohldampf drauf. Friss Scheiße. Guck mal, wie toll er sich fühlt. Ich bin Fett-Hurra. Verwandlung. Ich bin Fett-Hurra. Das könnte ein toller Titel werden. Ich bin Fett-Hurra. Ich habe einmal auf Facebook so ein Bild... Warte, Moment. Ist das, was ich denke? Ist es das, was ich denke? Schon wieder ein Kampf. Hey, hier gibt es wirklich viele Kämpfe in Mario Galaxy, ne? In Mario 64 gab es fast keine. In Mario Sunshine gab es... Habe ich nicht gespielt. Ich hab Mario Sunshine nur ein bisschen gespielt. Ups, verdammt. Aber hier gibt es echt viele Kämpfe. Den Käfer meine ich. Genau, den habe ich verwechselt. Aber zurück zum Meme. Ich habe auf Facebook so ein Meme gesehen. Oh, verdammt. Und zwar war da so ein Bild mit du bist fett, hässlich und dumm. Dann sei es nur noch fett und dumm. Ja, komm zum Gym. Werd nicht mehr fett. Und den fand ich einfach so lustig. Oh, 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 oh. Oh, der schwarze. Warum ist überall ein verdammtes schwarzes Loch? Ja, ich dachte, die sind irgendwie miteinander verbunden. Und wo landet Mario, ja? Wer zieht Mario aus diesem verdammten schwarzen Loch aus? Nintendo, wer hat diese Logik erfunden? Ja, was habt ihr euch gedacht, als ihr diese Sachen gemacht habt? Habt ihr irgendwie... Gibt bestimmt... Ich frage mich, wer der jüngste Mitarbeiter bei Nintendo ist. Ja, der hat bestimmt die ganze Scheiße erfunden. Oder der älteste. Shigeru Miyamoto sei eigentlich als... gerade wo wir bei jungen Menschen sind, ne? Shigeru Miyamoto sah als junger Knecht eigentlich... voll... fresh aus. Ja, die meisten Japaner sehen ja Jungs... jung. Voll gut aus. Wenn die Essen falten, dann kommt die Panik. Das ist ja genauso wie bei Russen, ja. Meine ganzen Freunde, da herrscht wirklich das Klischee, dass die denken, ja, die Russen sind übelst Hammer, die Frauen zum Beispiel, ja. Bis 50 sehen die aus wie Topmodels und dann fängt wieder alles von vorne an. Also ich meine von hinten. Benjamin Button-Effekt. Drehst dich um. Und du, boah, von oben runter geknackt. Jetzt wird er rot. Hier, guck, jetzt wird er zum Halligalli-Typen. Das ist ein Kackkäfer. Jetzt kackt er gleich wieder Bomben raus. Gibt's ja dieses neue Spiel Ark. Ich weiß nicht, ob das wirklich Ark heißt oder Ark für irgendwas eine Abkürzung ist. Aber es sieht wirklich nice aus. Es hat mich wirklich so an ein bisschen an Spore erinnert. Nur, dass man bei Spore wirklich Käfer spielt. Und dieser Käfer... Ups, der war von daneben. Der erinnert mich wirklich so... Ups. Erinnert mich so wirklich so an ein bisschen von Spore und Ark. Ist ja, sag ich mal, wirklich riesig, das Spiel. Ich hab's bei Rocket Beans gesehen. Dreh's mal bitte um. Na, das war knapp. Das war wirklich knapp. Hätte ich ein bisschen noch gewartet, dann wäre da wirklich astrein gewesen. Komm jetzt hier. Hab ich ihn getroffen? Boah, der war schräg und ich habe ihn getroffen. Mario, du bist der King. Fällt es nur mir so auf? Oder sieht Mario wirklich lächerlich in der Hose aus? Ich hab. Im nächsten Part müsst ihr wieder anschalten. Ich habe nämlich eine lustige Story drauf. Die geht über mich. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, schaltet ein. Das ist die beste Ausrede. Favorisiert, kommentiert und abonniert meinen Kanal. Und ich meinte, favorisiert, teilt und kommentiert das Video, ne? Kann man Kanäle überhaupt. Mit Kanälen ist einfach so viel passiert. Dazu auch im nächsten Video weiter. Mehr.